Der politische Aschermittwoch im sauerländischen Kirchpeischede. Seit Jahren ein fester Termin im Kalender der CDU Nordrhein-Westfalen. Das ist wie ein Familienfest. Zum 18. Mal ist die CDU hier. Man trifft immer ähnliche Leute und die Atmosphäre ist besonders. Sowas gibt es sonst bei Parteiveranstaltungen nicht. Denn so nah wie hier kommen unsere Mitglieder dem Landesvorsitzenden Ministerpräsident Armin Laschet nicht immer. Der politische Aschermittwoch ist aber auch immer der Ort für deutliche Worte. Ein kleiner Hinweis, nur damit man dran denkt. Die alte Landesregierung Rot-Grün hat eine Leitentscheidung zur Braunkohleförderung getroffen 2016. Mit dem Ausscheiden aus der Regierung hat die Grüne Partei ihre Verantwortlichkeit dafür vergessen. Sie hat im Übrigen auch vergessen, dass die Deutsche Umwelthilfe die Klagen gegen die Untätigkeit der Landesregierung 2015 im November eingereicht hat. Das heißt also nicht, die jetzige Landesregierung ist von der Umwelthilfe verklagt worden, sondern die alte rot-grüne Landesregierung wegen Untätigkeit, meine Damen und Herren. Das gilt es auch noch mal mit nach Hause zu nehmen. Nicht wir sind verklagt worden, wir wickeln das ab, was man hinterlassen hat, sondern die alte Landesregierung hat die Klagen provoziert durch Nichtstun, liebe Freundinnen, liebe Freunde. Um das auch noch mal ganz deutlich zu sagen. Der Generalsekretär nimmt den politischen Mitbewerber auf Landesebene ins Visier. Armin Laschet hat seinen Blick auf die Europawahl gerichtet. Egal wer regierte, Europawahl war immer Protestwahl. Für irgendwas. Jetzt geht es wirklich darum, können wir ab Mai weltweit noch agieren und handeln? Und plötzlich gibt es da Leute, Linksradikale, Rechtsradikale, Clownparteien, Fünf Sterne, Beppo Grillo ist einer dieser Clowns aus Italien, wahre Finnen, echte Schweden, heißen alle so die Parteien, nicht erfunden. In Deutschland die Satirepartei Titanic, die NPD sitzt übrigens auch da drin, weil wir keine 5%-Klausel haben. Und dann könnte passieren, dass links und rechts plötzlich so viele zusammensitzen, die am Ende mehr sind als die europafreundlichen Parteien. Und deshalb kommt es bei dieser Europawahl mehr als je zuvor darauf an, ob für uns unser Wohlstand gesichert wird. Und wir sagen all diesen Clowns und Satirikern, wir sagen besonders der AfD, die das Europaparlament abschaffen will, aber trotzdem erst noch mal dafür kandidieren will. Das ist schon ganz besonders klug. Die für Deutschland einen EU-Austritt nicht ausschließen will und ihn erwägt. Wir sagen auch all den Konservativen, die sich da möglicherweise versammelt haben, kommt zurück ins demokratische Spektrum. Und wir sagen der AfD den Kampf an. Wir lassen uns das Europa von Konrad Adenauer und Helmut Kohl nicht kaputt machen. Unter keinen Umständen lassen wir das zu. Und auch unser Spitzenkandidat zur Europawahl, Dr. Peter Liese, hat an alle Parteifreundinnen und Parteifreunde eine eindringliche Bitte. Es ist ganz wichtig, dass wir alle gemeinsam anpacken, dass wir Wahlkampf machen und am 26. Mai ein tolles Ergebnis für die CDU Nordrhein-Westfalen erzielen.